Ja, hallo, meine Lieben, willkommen zu Let's Watch Vampire Steve Part 2. Den ersten Teil haben wir ja schon fertig jetzt und jetzt kommt auch der zweite, den habe ich mir gerade gezogen und weiter geht's. Ich habe erst vor einigen Minuten den ersten fertig geguckt, gleich im Anschluss den zweiten. Fangen wir mal an. Blutgruppen, A positiv, A negativ, A Zero Presents. Vampire Steve. Part 2. Ja, und im Titel gibt es keine Musik. Abspielen, Kapitelauswahl, Extras. Extras, guck mal, müsst ihr jetzt mal. Entfallene, geänderte 10 Textbox-Auswahl. Hier wäre es mal auf Textbox-Auswahl. Ich nehme mal dann die hier, die ist gut. Abspielen. Die feinen 10 schauen wir uns dann am Ende an. Wir gucken uns erstmal das Hauptding an. Zero Presents. Okay. Klaas der Kleriker. So, jetzt kann ich endlich dieses Tor versiegeln, damit das Böse darin diese Welt nicht mehr terrorisiert. Dann wollen wir mal. Mist, wie ging das denn nochmal, wie ging denn nochmal der Spruch? Ach ja. Sesam, öffne dich. Verdammt, das muss der falsche Spruch gewesen sein. Trottel. Los, helf mir jetzt wieder zu verschließen. Oh nein, jetzt ist alles aus. Ich verzieh mich da mal. Bis bald. Hey, bleib hier. Oh, da ist der Ausgang. Exit. Oh mein Gott, nein. Was ist das für eine? Empire Steve 2, nicht 3. Verdammter Mist, warum sieht das ja alles noch gleich aus? Auch alles gleich aus. Ach, ihr beiden wieder. Sag bloß nicht, wir haben uns schon wieder verlaufen. Doch haben wir. Mist. Naja, wenigstens sind diese Zombies nicht mehr hier. Dafür auch jemand anderes. Warte. Was soll das denn eben? Ich suche den Soundeffekt von dem. Außerdem haben wir schon seit einer Woche nichts mehr gegessen und geschweige denn getrunken. Gut, ein Tag dauert jetzt zwar nur 5 Minuten, aber es ist trotzdem hart. Moment, hörst du das? Klingt wie ein Heizwagen? Ich dachte, das wäre Handy gewesen. Los, nichts wie hin. Hier, eine Tanke. Tank, du Spast. Sieht aber ziemlich verwahrlost aus. Glaubst du, dass noch jemand drin ist? Jemand ist an der Tankstelle fernab der Zivilisation und keine Lebenszeichen von niemandem. Warum also nicht? Lass uns da einfach mal nachgucken. Warum wartest du? Keine Ahnung. Ich habe nur immer so ein komisches Gefühl, wenn ich dir hinterher laufe. Sei unbesorgt, Libra. Uns passiert schon nichts. Wenn du das sagst. Das ist die mit Abstand seltsamste Tankstelle, die ich je gesehen habe. Da ist irgendwie ein Schlamm oder irgendwas anderes in dem Topf da links. Ja, mir ist auch gleich aufgefallen, dass die Schrottmagazine fehlen. Oh. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt irgendein Drache oder sowas. Verfaulte Haut und schrecklichen Atem. Ich bin noch unterwegs in Düsterburg. Wer hat mich da gerufen? Es hat sie niemand gerufen. Nicht? Dann muss mein Herz nachher wieder kaputt sein. Ich glaube, der Kerl spinnt ein bisschen. Ist doch egal. Hauptsache, er weiß, wo wir hier sind und wie wir wieder nach Hause kommen. Entschuldigen Sie. Ja. Oh,
sind ja immer noch da. Was kann ich für sie tun? Ist uns nicht zufällig, wo wir uns hier befinden und wie wir zur nächsten Stadt kommen könnten? Tankwart, und Sie? Oh Mann, kann es sein, dass Sie einfach etwas in den Ohren haben? Ich habe Sie was gefragt. Ich habe vergessen, meine Ohrenpacks rauszunehmen. Moment. Ich könnte ihn... So, ihr fragt euch bestimmt, warum so ein gut aussehender, attraktiver Kerl wie ich hier in so einer runtergekommenen Tankstelle aus. Nein, eigentlich nicht. Es fing alles vor 15 Jahren an. Ich habe Nein gesagt. Was ist denn jetzt schon wieder? Eine Ölblende, du Schwachmaß. Und jetzt halt die Klappe. Ich war damals eine Koryphäe auf dem Gebiet der Schauspielkunst. Ja, so ist gut. Genau so. Ja, das gefällt mir. Ich bin das sowas von gut. Ich sollte vielleicht nochmal ein Lichterlack ausprobieren. Erstmal den Schalter hier. Gut. Ist das nicht super? Ich kann die Schalter betätigen, ohne meine Hände dafür zu benutzen. Bitte, lieber Gott, lass es diesmal klappen. Ja, es hat endlich geklappt. Nein, es hätte klappen müssen. Hey, du Schlafsack, du Rei. Was ist denn, Weib? Erwartet dein Sohn komischer Teller auf dich, der behauptet, es sei dein seit langem verschollener Vater, Vetter Peter. Und jetzt geht ihm hin und fragt ihn, was er will und ob er nicht lieber mal wieder gehen möchte. Wird gemacht, Weib. Ich zieh mir nur noch was kurz drüber. Oh, mein Unbekannter, sein lang verschollener Vetter, von dem ich noch nie gehört habe. Meine Tochter mit schlechter Verkleidung. Mein lieber Vetter Tankwart. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin Zord, dein Vetter Peter. Dessen bin ich bewusst, aber könnt ihr es noch beweisen? Ich kenne dein Familiengeheimnis. Und außerdem möchte ich, dass du mir all dein Vermögen abtrittst. Du kennst mir das Familiengeheimnis. Du musst mein verschollener Vetter Peter sein. Wo soll ich unterschreiben? Ach, du bist so ein Trottel. Blöderweise vermachte ich diesen raffinierten Betrüger all mein Hab und Gut. Der Kerl schnappte sich sogar meine Freundin und schmiss mich auf die Straße. Und da dachten sie sich, werde ich doch Tankstellenbesitzer. Das war das Naheliegendste, ja. Tölst auch Tankwart. Und sie haben uns das Ganze jetzt nur erzählt, damit die ihnen dabei helfen, diesen Kerl zu finden und ihnen das Geld zurückzubringen. Richtig? Yep. Okay, lass uns gehen, Libra. Halt, warte, Brandy. Wir können diesen armen alten Sack doch nicht einfach so im Stich lassen. Doch, können wir. Und das ist noch nicht mal einfach sonderlich schwer. Boah. Wer ist hier alt? Du. Ach, komm schon. Na gut, auch wenn mich das wahrscheinlich mein ganzes restliches Leben lang verfolgen wird. Wie genau sieht denn Ihr Plan aus? Ach Mist, der Plan. Ich wusste doch, dass ich was Wichtiges vergessen habe. Na, das kann leider werden. Was ist denn das? Was ist denn das so ein... Morgen fast gar... auch schon wach. Ja, in diesen zuckerbaren Höhlen, da konnte man echt super schlafen. Naja, ein bisschen eng vielleicht. Und habe ich das nur verdient. Hey, möchtest du vielleicht ein Stück Kaninchen? Auch ich wollte zusammen mit dem Kleriker da hinten von meiner Gruft entdeckt. Diese blöden Kleriker versuchen es auch immer wieder. Naja, war das. Nein, danke. Ich möchte es nicht. Viel lieber werde ich zum Supermarkt, um mir die restlichen Zutaten für meine Mega-Pizza zu holen. Aber doch nicht so. Ich muss dich zuerst noch unterweisen. Aha. Und das heißt? So, nun eben einmal deine Flugfähigkeiten erproben. Was macht denn der Geist da oben?
Na, der ist mir noch